Hallo Welt da draußen. Schönen guten Abend aus dem Club Cannes, direkt hinter dem Bad Cannstatter Bahnhof. Und das Ganze ist für die Leute, die von weiter weg zuschauen, ist in Stuttgart. Mhm. Wir zwei sind ein Berliner Projekt namens Geschmacksverstärker. Wir sind gerade auf unserer Literatur und mit unserer Show spielen sonst in Berlin im Zebrano-Theater einmal im Monat. Jetzt auf Tour. Der Kollege heißt Holger Samann. Und der Kollege am Klavier ist Andreas Albrecht. Und der eröffnet den Abend mit einem Lied. Ja, was wird man sehen heute Abend? Es ist in Teilen klar, aber in manchen Teilen nicht. Vieles wird spontan sein. Wir begleiten uns. Wir lassen uns auf Dinge ein, die wir noch gar nicht geübt haben. Ich hoffe, das wird zu aller Vergnügen sein. Ich fange mit einem Lied an, welches ein bisschen sanft in den Abend leiten soll. Der Moment, wenn man zu Hause sitzt und unter Zeitdruck etwas schreiben soll. Ich wünsch mir ein schönes Lied, ein nur schönes Lied, doch mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Ich wünsch mir ein schönes Lied, ein nur schönes Lied, mit Gefühl, das keine Gedanken raubt, mit Wahrheit, die nur ist, weil sie nicht an sich glaubt. Doch mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. War alles schon immer so seltsam verschränkt, so längst schon gesagt, so abgelenkt. Wo ist es hin, mein Schweben? Wo ist es hin, mein Schweben? Ich wünsch mir ein schönes Lied, ein nur schönes Lied, eine leichte Luft in der drückenden Kühle, ein paar warme Zeilen in der Comedy-Kühle. Doch mir fällt nichts ein, mir fällt nichts ein. Eines, das ich als erster seh, eines, das nichts taugt als Klischee. Doch mir fällt nichts ein, mir fällt. War alles schon immer so klebrig, so tierig, so längst schon gesagt, so hin und herig. Wo ist es hin, mein Schweben? Wo ist es hin, mein Schweben? Ich wünsch mir ein schönes Lied, ein nur schönes Lied. Schön. Wir streamen heute nur, es gibt kein Publikum. Das ist auf jeden Fall für uns ein ungewohntes Gefühl. Kein Applaus, keine Kommentare, keine Buhrufe. Ich hoffe, wir kommen damit klar. Wir sind ja auch mit dem restlichen Tag ganz gut klargekommen. Hm. Gestern waren wir in Asperg im Glasperlenspiel zu Gast und haben dann noch ein bisschen rumgebummelt zur Burg hinauf. Und dann haben wir uns auch noch Zeit genommen für Bad Cannstatt. Wir waren heute Nachmittag auf der Suche nach den legendären Papageien, aber vergebens. Was haben wir stattdessen gefunden?
Eine große Fläche Asphalt, viele Brücken, dahinter einen hübschen Hügel und nicht zu vergessen, einen großen Fluss. Und ich finde so sehr viele, sehr aktiv wirkende Menschen, alle so sportlich und so aktive Freizeitgestaltung. Ja. Das ist auf jeden Fall total anders als in Berlin, wo alle so schluffig durch die Gegend rennen oder eigentlich schleichen. Ja. Ich war ganz schockiert. Genau, da sehnte man sich direkt zurück in frühere Zeiten, als es noch nicht so viele Menschen gab und man mit den Flüssen noch alleine war. Flusswanderung. Zeit, als noch Namenlosigkeit die ungezähmten Landschaften regierte. Der nahe Horizont, der war noch nicht im Flug erweiterbar, und ein Abenteurer, wer kartografierte. Und dieser Bach, der für uns singt, wo der mündet und entspringt, ist von hier nicht zu erkennen. Auch so ein kleiner Wasserlauf hat's verdient, dass man ihn tauft. Die Holgach, so will ich ihn nennen. Komm, wir folgen den Mäandern und einfach nur stromabwärts wandern und ergründen, wohin er uns wohl führt. Und mancher hier im Holgachtal wird nun durch uns zum ersten Mal mit dem Namen dieser Gegend konfrontiert. Seit Tagen schlagen wir uns schon durch Uferrand, Vegetation, verscheuchten Reh- und Wildschweinrudel, haben manch Entenpaar erschreckt, bis zu den Knien im Sumpf gesteckt und durchwateten etliche Strudel. Doch alle paar Mündungen weiter erscheint die Holgach deutlich breiter, und in Anbetracht des Wasserstandniveaus denke ich im Rucksack an die Axt. Wär's, wenn du ein paar Stämme hackst und daraus bauen wir uns ein Floß. Und so ein Floß fährt von allein, nur etwas achtsam muss man sein, wenn in der Strömung Felsen lauern. Wir sollten Hab und Gut vergurten, aber Strom, Schnellen und Fluten, die lassen doch zwei Flößer nicht erschauern. Ach komm, noch bis zur nächsten Windung. Schau da, schon wieder eine Mündung. Dort überm Schilf siehst du die Säulen rauch. Komm, lass mal sehen, wie sie hier leben, ob sie zu essen etwas geben. Wer weiß, vielleicht verspeisen sie uns auch. Hast du gesehen, wie baff die waren, dass wir die Holgach runterfahren? Sie haben sie noch nicht mal überquert. Es gäbe wohl den Fluss hinab noch Orte, doch fehlten dafür Namen und auch Worte. Und hinzufahren hätte keiner je begehrt. Klar kann nicht jeder Pionier sein, doch was fiel gerade dir und mir ein, die Fahrt nach Unbekannt zu wagen? Wohnte daheim denn nicht das Glück? Wofür ließen wir es zurück? Wohin werden die Strömungen uns tragen?
mal den Fährmann widerspricht. Den Namen Holgach kennt der nicht. Der denkt wohl insgeheim, was wollen denn die da? Und dieser Fischer, du verstehst ihn, erklärt durch eindrückliche Gesten, kein Mensch, der abwärts trieb, kehrte je wieder. Du wirkst seit Stunden so verstreut, denk doch, wie weit in kurzer Zeit der breite Fluss uns vorwärts trägt. Willst du wahrhaftig mir erzählen, dass dich nun Angst und Heimweh quälen, weil der Rückweg sich verlängert, unentwegt? Was willst du tun? Entscheide frei. Ich kann nicht mit dir gehen, verzeih. Doch bring ich dich in wegsames Gelände. Ein jeder tut das, was er muss. Du wanderst heim, doch dieser Fluss heißt Holgach und ich fahr ihn bis zum Ende. Danke. Ich hätte es eigentlich umnennen müssen in Neckar-Holgar, aber das ist zu dicht an meinem Namen dran. Naja, das ist übrigens inspiriert gewesen durch ein Motto. Unsere Show, wenn wir sie daheim spielen, im Zebrano-Theater nahe dem Ostkreuz Friedrichshain, ist ausgezeichnet dadurch, dass wir immer Gäste haben und diese Gäste dürfen immer gemeinsam das Motto festlegen. Und einmal hieß das Motto Meer. Nee, Quatsch, das hieß auch einmal das Motto, aber das hieß auch einmal Fluss und Überfluss. Und stimmt, das war das Fluss- und Überfluss-Lied. Ja. Weißt du noch, zu welchem Motto dein Lied gehörte, das schöne Lied? Nein. Nee? Oh. Nein, weiß ich nicht. Ich wollte dich nicht bloßstellen, vor das, Publikum. Nein, Güte. Das ist gar nicht bloßgestellt. Also ein gutes Gedächtnis ist auch nur eine gute Sache. Also neben dem Motto, was speziell für unser Programm ist, an dem entlang wir immer Lieder denn schreiben für den Abend, ist ein weiterer wichtiger Punkt und vielleicht der wichtigste, dass wir uns immer zu jeder Show Gäste auf die Bühne einladen. Hier ist das ein bisschen komisch, weil wir sind jetzt in der Fremde. Wir sind eigentlich zu Gast, das heißt, wir nennen unsere Gäste jetzt Local Heroes. Und unser nächster Gast ist eine Gästin und sie hat lange in Stuttgart gelebt, ist dann jetzt für 2 Jahre an das Schwäbische Meer gezogen, an den Bodensee, kommt aber wieder zurück nach Stuttgart, ist in einer jungen Literaturgruppe des Literaturhauses. Sie hat super interessante Projekte gemacht, zum Beispiel Schreibmaschineninterviews. Sie ist in andere Bundesländer gefahren und hat Menschen interviewt und das dann mit einer Schreibmaschine gleichzeitig eben festgehalten, was natürlich zu einem ganz anderen Interviewtempo führt. Daraus sind Bücher entstanden. Sie hieß früher Larissa Hieber, sie heißt jetzt Larissa Schleer und ich soll es schwäbisch sprechen, Schleer, also so nicht wie die Hochdeutschen, der ich nicht bin, aber die Hochdeutschen, Schleher. Auf jeden Fall, Larissa, komm auf die Bühne, wir freuen uns sehr. Komm zu uns. Larissa, du hast den bequemsten Platz da vorne. Das stimmt. Na, ob der ja, auf Dauer so bequem ist? Ja, vielen Dank euch zwei. Ich mache es mir jetzt hier mal in meinem Minisofa bequem. Und mit mir geht's jetzt nicht an die Holgach, aber an den Atlantik. Da wollen wir eigentlich alle mal wieder hin, nach so langer Zeit ohne Urlaub. Und ja, mein Text heißt 3 Burger für Umme oder der Tag, an dem wir an den Atlantik fahren wollten. Jeder schwitzte in der Sonne, aber wir hatten beide keine Lust auf den See, mit all den Menschen, dem Geprahle und Gegaffe. Bei uns gab's nicht viel zu gaffen. Also gingen wir zur nächsten Fastfood-Kette, um ein bisschen für Gerechtigkeit zu protestieren. Aßen 3 Burger statt 4, benutzten keine Servietten. Die Bäume sollen leben, schrie Hans. Ging ohne zu zahlen. Das Tablett räumten wir auf für faire Arbeitsbedingungen. Ich hatte öfters Angst, dass mich die Welt nicht hörte. Hans nicht. Brauchte er auch nicht. Organ wie ein Brüllaffe, schimpfte der Chef immer. Beim Weglaufen kickte ich noch gegen einen Stuhl, um auch ein bisschen laut zu sein. Aber es tat nur weh. Außerdem sah sowieso keiner hin.
Aber die Welt drehte sich weiter. Die dreht sich auch ohne dich und mich, sagte Opa immer. Das war kurz bevor er starb. Und das tat sie. Die Kugel drehte sich ordnungsgemäß weiter. Sie krachte nicht, sie eckte nicht an, seit er weg war. Drehte sie sich noch schneller, reibungsloser, ohne Kante, ohne Stopp, ohne ein Halt mal an, ein Was tust du denn, denk doch mal nach in meinem Leben. Da war niemand mehr, der von morgens bis abends eine Revolution ausrief, bis Oma ihn dann reinholte. Nicht, weil es tatsächlich etwas gab, was ihn störte, nein, weil die da draußen ihn ruhig hören sollten, ab und zu mal was krachen musste. Deshalb sind wir da, mein Junge. Die Welt, sie drehte sich erbarmungslos weiter. Der Strom der Zeit überschwemmte mich. Eine Flut aus Erinnerungen. Absagen von der Arbeitsagentur, die unbezahlte Stromrechnung vom letzten Quartal und die Zeit mit Lou. Lou mit dem schiefen Pony. Da wurde ich wieder ein bisschen sentimental, dachte, an was da so floss, die ganzen Zahlen, die vielen Burger, die ich nun hatte und nicht brauchte und von denen ich damals die Rechnung hätte bezahlen können. Und an Lou, die keine Burger gegessen hatte und schon gar nicht welche mit Fleisch, wegen der Haltung und den Tieren, im Großen und Ganzen nur Weltfrieden. Ja, das war Lou gewesen. Links, da war ihr Pony immer ein bisschen fettiger als rechts. Da strich sie mit den schmalen Fingern die Haare hinters Ohr, wenn sie eine These verkündete. Gerechtigkeit. Betonung auf das zweite E, Ausrufezeichen hinter das letzte T. Augenbrauen hochziehen, bis die Stirn vier Falten bildet. Kann nur kommen, wenn. Und dann zack. Die Hände an den Kopf, eine Strähne zwischen linkes Ohr und Kopfhaut, die an dieser Stelle bei ihr immer ein bisschen feiner war als woanders und röter, weil sie mit ihren abgebissenen Fingernägeln jedes Mal dort entlang kratzte. »Du hast doch eine Katze, erzähl mir nix, das sehe ich doch, ich kenne mich aus«, schimpfte Mutter, wenn ich sonntags zum Kaffee kam. Ich stritt das anfangs noch ab. Am vierten Sonntag erzählte ich die erste Katzengeschichte. Am 6. lieh ich mir die Mieze vom Hausmeister wegen der Haare auf dem Pulli. Meine Mutter hasste Katzen. Ich war mir aber nicht sicher, ob sie Lou besser gefunden hätte. So blieb Lou mein Geheimnis, kratzte sich, wenn sie die Haare hinters Ohr strich, kratzte mich, wenn sie mich am Arm festhielt, um zu verkünden, Gerechtigkeit, wenn. Manchmal waren wir verliebt, saßen auf der Mauer am Fluss, tranken Malzbier und schauten glücklich. Dann rauschte der Strom der Zeit so total an uns vorbei mit den ganzen Rechnungen und dem Wasser, das mittlerweile nur noch kalt aus der Leitung floss. Und überhaupt die Absagen, aber das juckte uns nicht. Wir ließen ihn rauschen und es hörte sich schön an, etwa wie Wellen am Atlantik. Ich seufzte und sagte, so schön wie am Atlantik. Lou seufzte auch und wir seufzten zusammen. Dann sagte sie, sie sei noch nie am Atlantik gewesen. Nicht mal Frankreich oder Spanien, nur an der Spree und halt hier. Da fiel mir ein, dass ich bisher auch noch nie am Atlantik gewesen war. Meine Mutter mochte nicht nur keine Katzen, sondern auch keine Spanier und schon gar keine Franzosen. Ich vermutete, dass mein Vater einer gewesen war, aber das wusste man bei meiner Mutter nie so genau. Vielleicht war das einfach eine Eigenschaft meiner Mutter, dass man bei ihr nie etwas so genau wusste und dass sie selbst auch nie etwas so genau wusste. Zumindest tat sie so und dann schnaubte sie, sah mich mit zusammengekniffenen Augen an und meinte, jetzt ist gut, mein Junge, komm du mal in mein Alter, da vergisst man schon mal was. Ich auch nicht, sagte ich. Ich war auch noch nie im Atlantik. Und Lou und ich, wir sahen uns an und hatten schon wieder eine Gemeinsamkeit gefunden. Wie man das halt so macht, wenn man verliebt ist. Aber irgendwie rauschte der Strom dann etwas lauter und die Gedanken wurden schwer von den ganzen Mahnungen. Da stand ich auf, die Stimmung war im Eimer und auch das Bauchkribbeln. Komm, sagte ich und strich mir die linke Haarsträhne hinters Ohr. Es klappte nicht, mein Haar war zu kurz. Ich beschloss, einen Friseurtermin zu machen, um einen Seitenscheitel zu kriegen, musste dann auflachen, weil ich nicht einmal Geld für den Strom im Januar hatte,
Was sollte ich mit einem Seitenscheitel, wenn es zu kalt war, um zu duschen? Komm, sagte ich zu Lou, wir fahren ans Meer. Lou schaute nicht ganz so glücklich, wie man sich anschauen sollte, wenn man verliebt ist und zusammen ans Meer fährt, um noch verliebter zu sein und die Wellen rauschen zu hören. Aber sie zuckte mit den Schultern und meinte, okay, ist mir eigentlich egal, und stand auch auf. Dann sagte ich ihr, dass ich die Rechnungen in den Atlantik werfen wolle, dorthin, wo es wirklich rauscht. Und das gefiel ihr. Kampf gegen den Kapitalismus, kleine Revolution. Und die Grünsprenkel in ihren Augen leuchteten. Sie strich mit der linken Hand den Pony hinters Ohr. So entschieden, dass ich wieder so glücklich war, wie als wir einfach nur da saßen und verliebt waren. Ich nahm sie bei der Hand und es fühlte sich richtig an. Meine Hand wurde feucht, weil Lou so schön war und ihre Hand so zart, klein und warm. Da musste ich kurz loslassen, um sie an meiner Jeans abzuwischen. Lou lächelte und ich lächelte auch, weil sie mich durchschaut hatte. Sie kannte mich also. Kurz stellte ich mir vor, dass sie meine Frau wäre und wir einen Spaziergang nach der Arbeit machten, um dann heimzukommen. Die Kinder warteten schon, zwei kleine Jungs, von mir aus auch ein Mädchen. Lou drückte meine Hand. Du, sagte sie, wir haben doch nicht mein Auto. Ich verwarf den Gedanken wieder. Frauen waren einfach nicht spontan. Ich schaute wild und verwegen, soweit das halt geht, wenn man keinen richtigen Bart hat und Muskeln sowieso nicht. Und meinte nur, Zug, das ist sowieso irgendwie besser. Da hat man dann weniger Stau auf den Autobahnen. Lou nickte, ihr leuchtete das ein. Außerdem mochte sie Züge. Ich war ziemlich stolz, wie glimpflich ich da jetzt davongekommen war. Von uns beiden hatte wohl keiner jemals Stau auf der Autobahn nach Frankreich mitbekommen. Ich wusste nicht einmal, wo die genau war. Aber so nickten wir beide, waren wieder beruhigt und zufrieden, dachten an unseren gemeinsamen Urlaub und die Wellen und waren wieder verliebt. Ich brachte sie nach Hause, küsste sie auf die Stirn, sie lächelte und drückte ihren Pony wieder zurecht. Dann lief ich heim, vorbei an den alten Güterbahnhöfen, den Lastwagen, dem Gemüseladen vom alten Fritz und den ganzen Mietskasernen, ging zum Hinterhof rein und nahm gleich noch die neue Post mit. Praktisch, weil wegen 2-3 Stromrechnungen an den Atlantik fahren, das lohnte sich irgendwie nicht richtig, die Absagen schmiss ich ja meistens gleich weg. In der Post stand, dass ich eine neue Stelle hatte, irgendwo Richtung Ruhrgebiet. Ich solle meinen Gabelstaplerführerschein mitbringen, dann würde ich nächsten Montag die Arbeitskleidung bekommen und die Sicherheitseinführung und alles und freundliche Grüße und ich musste mich setzen. Der Strom der Zeit toste in meinem Kopf, er floss nicht mehr in Frankreich, sondern als Abflussrinne im Ruhrgebiet. Mir wurde schwindlig und schlecht. Dann packte ich meine Sachen. Ein paar Jeans und alte T-Shirts, die Socken und den ganzen Krimskrams, fuhr über die Heizung, die kalt und glatt war, und sagte Tschüss zu Lou, weil ich mich nicht traute, auf Wiedersehen zu sagen. Sie weinte ein bisschen, meinte dann, dass das Meer in Frankreich im Winter wohl eh nicht so schön sei, eher kalt, vielleicht sogar zugefroren. Und da musste ich auch weinen und daran denken, wie sie einmal für einen kurzen Moment sogar meine Frau gewesen war. Montags holte ich dann die Arbeitskleidung und alles war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ein bisschen grau, ein bisschen staubig. Der Strom der Zeit floss leiser in meinem Kopf. Die Heizung blieb kalt, obwohl ich sie ja nun bezahlen konnte, aber es wurde Frühling. Ich fuhr Paletten, traf mich mit Hans auf einen Burger oder auf 3. Und manchmal, wenn wir nicht bezahlten, obwohl ich ja nun konnte, einfach nur, um der Welt zu zeigen, ja, wir sind hier und wir sind laut. Da dachte ich an Lou und an den Tag, an dem wir an den Atlantik fahren wollten. Larissa Schleer. Ich weiß nicht, warum man sich hier in Schwaben so wohl fühlt, wenn man hier auf Tour ist. Wir sind jetzt schon zum zweiten oder dritten Mal sogar hier in Schwaben auf Liederer-Tour. Wohl, ich lüge eigentlich, wenn ich sage, dass ich nicht weiß. Ich weiß das schon, ne? Weil wir wohnen einfach in einer der größten, wir sind beide, Andreas Albrecht und ich, aus der größten Schwaben Kolonie Deutschlands, Prenzlauer Berg. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, dass wir hier immer sehr nett
und gastfreundlich aufgenommen werden. Gestern waren wir im Glasperlenspiel in Asperg. Heute auf Einladung des Feierabendkollektivs hier im Club Cannes, Bad Cannstatt, Stuttgart. Und wir haben jetzt die große Ehre, dass einer der Mitbegründer des Feierabendkollektivs uns Gesellschaft leistet. Ich habe ihn kennengelernt, weil unser gestriger Liedergast, Tobias Dellitt, den ich vor Jahren kennenlernte, den habe ich gefragt, sag mal, hast du Lieder über Stuttgart? Ich war auf der Suche nach Städteliedern, deutsche Städtelieder, weil ich die Theorie hatte, wieso haben die Amerikaner so viele Städtelieder und die Deutschen so wenige. Und dann sagte Tobias, er selber habe kein Stuttgart-Lied, aber er kenne da jemanden, der welche hätte. Und nun ist also unsere gemeinsame Premiere auf der Bühne endlich. Er ist ansonsten Bandleader der Max François Band, womit auch sein Name schon erwähnt wäre. Außerdem ist er auch noch Heavy Metal Musiker. Und das wird er gleich nicht unter Beweis stellen. Max François. Ja, vielen Dank für die Einladung zu Hause. Das ist toll. Tatsächlich ist das ja auch unsere Heimatbühne vom Feierabendkollektiv und schön, dass sich da ein Kreis schließt. Schön, hier sein zu dürfen. Ich habe tatsächlich, also ich werde keinen Heavy-Metal-Song spielen, sondern tatsächlich was sehr Ruhiges. Und wir sind jetzt über den Fluss an den Atlantik fast gereist. Jetzt sind wir tatsächlich wirklich, der Blick war gut, der Blick war gut. Ist nicht eingekabelt, aber das hätte ich spätestens beim Loslegen gemerkt. Wir gehen vom Atlantik ans Mittelmeer und ich würde gerne mit einem Stück beginnen, das uns tatsächlich in diese Sehnsucht reinbringt. Wir können gerade nicht so viel, wie wir wollen würden und deshalb ein kleines bisschen Sonne auf die Bühne strahlen. Saint-Félix-d'Aval, ein kleiner Ort in Südfrankreich. Als ein lautes Lachen zu teilen, wenn alles so geht, wie es in unseren Träumen steht, von Alltagssorgen zu einem warmen Sommermorgen, vom Wochenendverlangen zu ständig roten Wangen. Saint-Félix-d'Aval, Saint-Félix-d'Aval, hier unten Sonnenlicht, das durch die Wolken bricht, all unsere Sorgen verschieben. Auf morgen, wir ruhen im Sonnenlicht, das durch die Wolken bricht, und all unsere Sorgen schieben wir auf morgen. Sind vom Leben benommen, wenn unser Geist leere Flaschen reicht, endlos werden sehen in dem Moment die Zeit stehen. Und wenn du weißt, was Wiedersehen heißt,
Sonnenlicht durch die Wolken bricht und all unsere Sorgen kreisen quasi, wir wechseln uns immer ab. Das halten wir für die ganze Show durch, glaube ich. Na, mal schauen. Jetzt haben wir die erste von drei Runden sozusagen hinter uns. Genau. Das folgende Stück ist mir entschlüpft, als es vor 2 Jahren mal brachial heiß war und das mir irgendwie Angst gemacht hat. Und ich kann schon sagen, dass in Berlin es nicht nur heiß ist, wenn es heiß ist, sondern es gibt auch eine unnachahmliche Schwüle, die Luft steht auf ganz besondere Art und man bekommt gar keine frische Luft. Und na, auf jeden Fall hat es mir Angst gemacht. Im Garten meiner Mutter starben die Pflanzen oder hatten dann irgendwie wenig Früchte und ich fand es alles bedrohlich. Da entschlüpfte mir das folgende Lied. Das ist ein Pfeil, den ich hier erzählen will zu dem Lied. Der andere ist, dass ich seit einem Jahr, seit diesem Lockdown, stark im Internet Diskussionen bezüglich von Meinungsfreiheit verfolge und ich zum Teil sehr erschreckt bin, teilweise auch amüsiert, manchmal auch leicht verwirrt. Interessanterweise kann ich viele Seiten zu diesem Thema verstehen. Ich gehöre, glaube ich, schon zu denen, die sich eigentlich wünschen, dass unsere Repräsentanten, sag ich mal, eine halbwegs vernünftige, gesittete Sprache sprechen. Ja, aber ich finde auch verständlich, dass Leute sich das ein bisschen lockerer denken. Wir Liedermacher haben es einfacher. Wir haben ganz andere stilistische Möglichkeiten für Lieder. Und das folgende Stück hat damit auch was zu tun, glaube ich. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinen Knien 150 Jahre. Da fällt Vergessen nicht schwer. Ich steh an der Biomarktkasse. Hier gibt's nur Tüten aus Papier. Das sind ermordete Bäume und bei mir reißen die immer. Wie krieg ich nur all das Zeug zu mir? Ich denk zurück an die guten Zeiten vor diesem Anti-Plastik-Wahn. Ich schaffte manchen Umzug nur mit IKEA-Taschen, ohne Schwertransporte, nur mit Bus und Bahn. Aber jetzt jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinen Knien 150 Jahre. Da fällt Vergessen nicht schwer. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinem Hals 500 Jahre. Da fällt Verdrängen nicht schwer. In der U-Bahn in Berlin alles lärmt und stinkt. Nichts könnte ekelhafter sein. Auch wenn ein Auto länger braucht, doch ich durch... Nochmal. Ich muss nochmal ansetzen. Ja, ja. In der U-Bahn Berlin, alles lärmt und stinkt. Nichts könnte ekelhafter sein.
auch wenn ein Auto länger braucht durch Parkplatzsuche und Stau. Nächstes Jahr mach ich nen Führerschein und Berlin mal locker in unter 3 Stunden klingt für mich ziemlich genial. Ein kurzes Wochenende, Sonne tanken, Fortsinn, Stress und Alltagsqual. Aber irgendwer schreit immer jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinen Knien 150 Jahre. Da fällt Verdrängen nicht schwer. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinem Hals 500 Jahre. Ach komm, mein Schatz, nimm sich so schwer. Glühbirnen, Strohhalme, alles weg. Alles weg. Kohlenofen, Deo-Sprayer, alles weg. Alles weg. Schraubverschlüsse, Zuchtgarnelen, alles weg. Alles weg. Weißer Zucker, Latexhosen, alles weg. Brauchst du nicht. Skiurlaub, Wildsafari, alles weg. Weltraumforschung mit Frauenflirten, alles weg. Mit 250 über die Autobahn, alles weg. Tonanlage, Bühnenlichter, alles weg. Und warum? Deswegen? Wegen jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinen Knien 150 Jahre. Oh, ich nehm's nicht so schwer. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Jedes Jahr 3 Millimeter mehr, mehr. Bis zu meinem Hals 500 Jahre. Da fällt Vergessen nicht schwer. Vielen Dank fürs Begleiten. Habt ihr noch Lust auf noch mehr, mehr? Mehr, mehr geht ich hätte gar noch nicht. Mehr, mehr. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr, ja. Bist du schon soweit? Nee, noch nicht. Ich muss mich noch von dem Verspieler erholen. Gut. Claudia lebt jetzt am Meer. Umgeben von grasenden Schafen und weit und breit gibt's keine Straßen, keinen Hafen. Claudia wohnt jetzt am Meer, ihr Bauwagen steht bei den Deichen und steigt sie hinauf, ist sie mobil, gut zu erreichen. Claudia sagt, komm doch her. Auch du wolltest lange schon fliehen. Hier ist so viel mehr Platz für Träume und Utopien. Hier pflanze ich an, was ich verzehr, kann, was ich brauch, mit anderen tauschen. Und was auch immer ich tu, ich hör die Meereswogen rauschen. Hey Claudia, das klingt ja wunderbar, doch mich binden hier zahlreiche Pflichten. Auch entnehme ich den Zeitungsberichten, dass das Meer nicht mehr ist, was es mal war. Denk ich ans Meer, dann denk ich an den Müll, an dem im Wasser und auch an den Stränden Vögel und Meeresgeschöpfe verenden. Was soll ich in einem falschen Idyll? Claudia sagt, okay, geschenkt, was du beklagst, ich will es nicht bestreiten. Doch das Meer steht eben auch für Abendröte und Gezeiten. Für Piratenschätze einst versenkt und für heitere zweisame Nächte im Sommer am Strand. Also denk nicht nur an das Schlechte. Hey Claudia, wie kannst du schlafen in den sonnenwarmen Dünen deiner Lüsse?
Und draußen kreuzen Schiffe vor der Küste, denen verwehrt unsere Regierung jeden Hafen. Und sehen nicht die Menschen in den Booten dann unser Feuerchen, das abends wie entfacht? Und sind wir morgens früh im Sand erwacht? Zählen wir die nachts an Land gespülten Toten? Claudia sagt, nur mach mal halt. Auch mich lässt die Welt oft verdrießen. Dann sag ich mir, Claudia, das Recht auch mal zu genießen. Nimm dir einfach das Recht auch mal zu genießen. Claudia sagt, tschüss, bis bald. Ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Durch mein Fenster flutet der Abend mit Straßengetöse. Claudia wohnt jetzt am Meer, weit weg, doch ich fühl mich ihr nah. So sitze ich reglos im Dämmerlicht und denk an Claudia. Hier sitze ich reglos im Dämmerlicht und denk an Claudia. Zwei Lieder zum selben Thema. Genau. Komplett zum selben Thema. Es geht weiter, da wir ja kreisen, geht es weiter mit Larissa. Vielen Dank. Bei mir geht es weiter mit einem neuen Thema, nämlich mit 4 Gläsern Glatschmohn. Das Schönste war aber nicht die Aufregung. Dieses Kribbeln des Anfangs, die ganzen Küsse, Neckereien und das fast schon ungesunde Verlangen nach einem doch eigentlich fremden Körper. Das Schönste war das Ausbleiben von Selbstvorwürfen, weil ich nur noch sie sah, nicht mehr meine Fehlbarkeit im Blick hatte, sondern ihre. Sie war eine Verfechterin der subjektiven Groß- und Kleinschreibung. Wenn ich ihr sagte, dass es im Internet und überhaupt in diversen Chatforen von subjektiver Groß- und Kleinschreibung nur so wimmelte, dass es mich krauste, sah sie mich böse an. Also ließ ich es sein und ihre Nachrichten kamen weiterhin mit abenteuerlicher Interpunktion und Rechtschreibung an. Vielleicht schreibe sie irgendwann auch nur noch klein, es werde schließlich auch nicht groß gesprochen, dann solle ich sich der Empfänger selbst überlegen, was sie meine. Wie ein Rätsel, freute sie sich. Vor dem Einschlafen schauten wir uns immer für 10 Minuten Werbefilme an. Vielleicht, um uns zu beweisen, dass wir dem Materialismus nicht verfallen waren und nicht kaufen mussten, wofür geworben wurde. Vielleicht auch nur, um festzustellen, was andere hatten und wir nicht. Aber wir trotzdem glücklicher waren und klüger sowieso, weil wir nicht brauchten, was so kam und da kam allerhand. Manchmal kaufte ich mir dann trotzdem etwas davon. Deshalb haben viele Leute vor dem Einschlafen vermutlich auch Sex, anstatt Werbefilme zu schauen. Wir hatten Gläser voll Farben im Keller stehen. Ich kannte die Farben nicht. Manchmal entdeckte Lia eine neue und füllte sie in ein Glas. War stolz, wenn sie diese nirgendwo anders entdeckte. So, als wären die getrockneten Blütenblätter in den alten Marmeladengläsern Farben, die nur sie auf der Welt besaß. Besitzen. Ein dominantes Wort für die fast schon lächerliche Ansammlung auf den verstaubten Holzbrettern. Aber vielleicht liebte ich sie dafür. Nicht für die Gläser, die meiner Mutter beim Marmeladekochen fehlten, sondern für die Hingabe, mit der sie ihre Schätze hütete. So, als wäre ein Teil dieser Hingabe für mich,
sonnte ich mich in ihre Leidenschaft. Es war Montag, der Himmel hässlich, die Pommes fettig, ich hatte schlechte Laune und sagte es ihr. Sie sah mich verständnislos an, schüttelte ihren Kopf und der nasse Pferdeschwanz spritzte mir Tropfen ins Gesicht. Sie stand da im Regen, nass, perlte über die spröden Lippen und Lia rollte mit den Augen. 60% glücklich bin ich, erklärte sie mir, trotz allem. Alle sagen immer, ich übertreibe. Sie sagen, wenn du sagst 60, ganz ehrlich, dann sind das doch höchstens 50%, wahrscheinlich eher 40, also ich ziehe bei dir immer was ab, dann ist das eine objektive Einschätzung, dann ist das die Realität. Lia verdreht die Augen. Wer bestimmt schon, was meine Realität ist? Sie lacht. Hypothetische Frage. So etwas mochte sie. Okay, von mir aus. Sagen wir also, ich stehe hier im Regen und bin eigentlich nur 40% glücklich. Aber das ist blöd, weil 40% nun halt mal weniger sind als die Hälfte und ich deshalb ja irgendwie weniger glücklich wäre als mehr und die ganze Erklärung für die Katz. Aber du verstehst trotzdem, was ich meine, oder? Regen macht nass, na klar, aber heulen auch. Wir waren nie von derselben Prozentzahl überzeugt. Deshalb versuchte ich fieberhaft auf einem anderen Gebiet eine Übereinstimmung zu finden. So etwas ist wichtig. Meistens gelang mir das auch. Sie schien das mit der Prozentzahl nicht sonderlich zu stören. Dabei ging es hier um eine grundlegende Lebenseinstellung. Aber das hatte sie noch nicht ganz begriffen. Mich nervte es, dass sie sich nie an etwas erinnerte, dass ich sie bat, einkaufen zu gehen und sie mit 2 Flaschen Wasser zurückkehrte, statt einer. Die Butter habe sie im Regal liegen lassen und, oh, das Brot habe sie vergessen, beim Bäcker zu holen, weil auf der anderen Straßenseite das hier lag. Olivgrün, nett, oder? Fragte sie und hielt mir einen Stein vors Gesicht. Unter meinem ungläubigen Blick fing sie meistens an, sich zu verteidigen. Das sei Unschärfe, meinte sie. Unschärfe, weißt du, das ist nicht zwangsläufig ein Fehler. Das ist wie Weichzeichnen. Ein Teil ist dann verschwommen, die Farben verlaufen, aber man kann nicht alles klar sehen. Ihr schien das ziemlich wichtig zu sein mit dem Weichzeichnen, also entgegnete ich nichts, bat sie aber seltener einkaufen zu gehen. Steine fand ich nie, dafür hatten wir wieder Butter. Lass die Zeit doch einfach mal stillstehen, sagte sie immer, wenn ich alle paar Sekunden auf meine Uhr schielte, nur noch einen Schenkel auf dem Hocker, Push lag vor Unruhe weit über dem Takt der Zeiger auf dem Sprung. Hey, lachte sie dann, hey, Zeit gibt's eigentlich gar nicht, die haben wir nur erfunden. Ich hatte mich daraufhin informiert, weil sie noch so allerhand anderes behauptete und es stimmte wirklich. Seitdem belächelte ich alle Leute mitleidig, die sich über zu wenig Zeit beklagten oder über was man sich halt beklagt, wenn man will, dass der andere denkt, man hätte ein wichtiges Leben und zu viele Verpflichtungen. Ich lächelte dann sehr, sehr mitleidig, zog einen Mundwinkel und eine Augenbraue weit nach oben und meinte nur, ach ja, so, sie haben also zu wenig Zeit. Die Leute schauten mich deswegen meistens seltsam an und wechselten das Thema. Aber ich freute mich dafür mindestens das ganze Gespräch lang, dass sie zu wenig Zeit hatten. Aber ich wusste, dass das nicht stimmen konnte. Was es nicht gab, konnte man nicht zu viel haben, klar, aber halt auch nicht zu wenig. Wenn sie altklug daherredete, blickten fast alle, die ihr zuhörten, verliebt. Mich faszinierte diese Art, Dinge zu sagen, die sie für klug hielt, ohne damit anzuecken, auch wenn ich sie nicht verstand. Bei mir war es mehr als die Unfähigkeit, sich nichts anmerken zu lassen, wenn man eine fremde Meinung völlig schwachsinnig fand. Es war keine subtile Freude mehr, blödsinnige Aussagen zu kritisieren, sondern die offensichtliche Befriedigung, Menschen zu demütigen, zu zeigen, dass ich intelligenter war. An dem Tag, als meine Mutter starb, war ich gerade Rasenmähen. Lia stürzte in den kleinen Vorgarten, hektische Flecken auf Hals und Wangen, die Stimme schrill, Telefon, dein Vater. Ich hatte meinen Vater noch nie weinen hören. Genau genommen hatte ich noch nie einen Mann weinen hören. Ich verdrängte den Gedanken, aber meinen Vater so zu erleben, war für mich in diesem Moment beängstigender als der Tod meiner Mutter. Seitdem mähte ich nie wieder unseren Rasen. Lia tat das stattdessen und es strengte sie an. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen und natürlich nicht immer, wenn man den Rasen mähte, starb zwangsläufig eine Person. Aber sicher sein konnte man sich nie. Und so saß ich in der Wohnung vor dem Fenster, wenn sie mähte. Den Telefonhörer hatte ich abgehoben und auf die Kommode gelegt. Es starb keiner mehr.
Wir waren auf eine Hochzeit eingeladen. Totales Glück. Einmal im Leben 100%. So überzogen süß und realitätsfremd, wie es eben nur auf einer Hochzeit sein konnte. Lia schaute spöttisch, aber ich sah genau, wie sie ihre Augen aufriss, um während der Trauung nicht zu heulen. Die Band spielte One Moment in Time, aber Whitney sang es schöner und ich musste an Kokain und Tod in Badewannen denken, bis dass der Tod uns scheidet. Man war halt so lange verheiratet, wie man verheiratet war und dann war man geschieden. Die wenigsten waren gleich tot und das war doch irgendwie eher beruhigend, fand ich. Später Abend, Ende September. Sonne, kopfüber, unterm Horizont abgeschossen. Und der Mond nur Reflex der Laternenleuchte auf ihrem Rotweinglas. Oder zumindest fühlte es sich so an. Es war einer dieser HD-Momente, alles großgeschrieben bei ihr und Liebe. Nein, besser L-I-E-B-E und so ein Quatsch und die Finger überkreuzt, bis sie wehtaten und ich Angst hatte vor einem Krampf, ließ sie auseinander und nur noch sie das Wort sagen. Liebe. Sie sagte es so groß, wie sie es schreiben würde. Jeder Buchstabe ein Punkt, damit klar wird, dass da nichts zusammengehört oder einen Sinn ergibt. Draußen lag der erste Schnee. Alles wie gedämpft, aber Lias Stimme war laut und klar. Ihre kleine Faust gegen das Regal, es schwankte. Einer dieser Slow-Motion-Momente, in denen du dich Superhelden gleich dem Mona Weichlichen entgegenstellen könntest. Oder einfach nur dastehen, während sich die Pupillen weiten. Und so stand ich da und so sah ich zu. Glas auf Beton, Scherben auf Haut. Lias Hand blutete, sie weinte. Wahrscheinlich um ihre Farben, auch wenn wahrscheinlich auf jeden Fall mehr war als 50% und die Aussage somit sehr gewagt. 4 Gläser Glatschmohn, zersprungen. Die kristallinen Bruchstellen leuchteten rot. Das Glas ist ziemlich durchsichtig, dachte ich und sah Lia hinterher. Sie nickte dem alten Mann zu, der sie anlächelte, kickte mit der rechten Schuhspitze ein paar Becher über den Randstein und war um die Straßenecke verschwunden. Ich fuhr mit dem Daumen über das Fensterglas, um zu kontrollieren, ob es wirklich da war, so durchsichtig wie es war. Es war tatsächlich nur geputzt. Und fand ihre Fingerabdrücke links unten, wo sie immer am Heizkörper stand und auf mich wartete. Ich drückte meine Fingerkuppen auf ihre Abdrücke und hatte ihre Hand wieder in meiner. Es nieselte leicht, trotz der Regenwahrscheinlichkeit von 30%. Vielleicht waren es auch nur 20. Man durfte ja nicht alles glauben. Ich öffnete das Fenster, streckte meinen Kopf hinaus. Rinnsale liefen über die Fingerabdrücke. Ihre Kuppen waren schon verregnet. Ich muss ganz kurz fragen, was genau ist Klatschmohn? Wie sieht der aus? Ich würde sagen, rot. Rot? Also es ist eine sehr gewagte These. Nein, Gott. Ich glaube, Glatschmohn ist eindeutig rot und wächst auf den Feldern und sieht schön aus. Und, sind das so Bommel? Also es sind einfach rote Blüten, die aussehen wie rote Mondblüten. Und es ist sehr schön. Und es sind die Lieblingsblumen meiner Mutter. Deswegen ist es natürlich immer wichtig, sie zu erwähnen. Sag mal, Larissa, du hast das aus einem gedruckten Werk hervorgelesen. Genau. Ja? Zeigst du mal gerade, wie heißt das? Oder kannst du es mal in die Kamera halten, dass wir sehen können, was das war? Also, ich glaube, ich muss dann weiter nach vorne kommen. Nicht? Nee. Digital Zoom macht doch alles möglich. Digital Zoom macht alles möglich. Genau, es ist ein kleines Werk. Also es gibt auch richtige Bücher. Aber genau, alles auf meiner Homepage zu finden, entweder unter Larissa Schleer Alltag oder genau, Literatur, Journalismus, Fotografie. Wer es nochmal nachlesen möchte, um den Klatschmohn zu suchen, in echt. Ja. Cool. Genau. So, dann ist wieder Max François an der Reihe. Genau, bin ich wieder dran. ich habe gerade so... Während Larissa gelesen hat, vielleicht kennt ihr das, man fängt dann irgendwie an zu assoziieren und so weiter. Und irgendwie, ich weiß nicht genau, wie ich drauf kam, auf jeden Fall kam ich drauf, dass wir ja, einen sehr langen Winter haben gerade, gefühlt, nicht enden wollend. Ich weiß nicht genau, was das mit deiner Geschichte zu tun hat, aber es hat mich da hingebracht. Und das Lied habe ich vor 5 Jahren oder so geschrieben, da hatten wir schon mal sowas.
wo gefühlt Ende Mai immer noch kein Frühling da war. Und da entstand es und deshalb hat mich das eine zum anderen gebracht. Gris. Da 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 Savoir où poser les pieds, peur de trop s'éloigner, de mains moites pour bien couvrir les yeux. T'as pris la couleur du mur qui t'entoure le regard, vide et fatigué. Gris, 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 ton soleil, tes habits. Gris, 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 tes amis. Gris, gris, soleil, tes habits, gris, 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 tes amis. Où as-tu fourré tes désirs? Où as-tu perdu tes envies? Toute une vie perdue dans le gris. La, 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 la. Da 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 da. Da 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 da. Regard aveuglé par une montagne de sol. 3, 2, 1, on a vraiment besoin. Jamais fini de nager dans un océan de papier. Facture d'SCV. T'as pris l'humeur des chiffres qui t'entourent. Ils en ont pas, t'en as pas, ça te fait quoi? Gris, 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 ton sourire, ton chez-toi. Gris, 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 ton mode de vie. Gris, 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 ton sourire, ton chez-toi. Gris, 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 ton mode de vie. Où as-tu fourré tes désirs? Où as-tu perdu tes envies? Toute une vie perdue dans le gris, 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 la taille, la la taille. Gris, 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 la taille. Gris, 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 la taille. Loin devant toi, tu vois à peine une lueur glissant à travers un nuage. Et tu t'aperçois que cette fois-ci, tu dois t'échapper de tout ce gris. Das war die zweite Runde, jetzt kommt die dritte. Ich nutze mal gerade die Zäsur, um darauf hinzuweisen, wer diese Veranstaltung oder auch das Kollektiv, was dahinter steht und solche Veranstaltungen möglich macht, unterstützen möchte, der kann das tun, indem er eine virtuelle Eintrittskarte erwirbt. Ich nehme mal an, wir haben so viele fitte Techniker hier. Einer von denen wird jetzt gerade in diesem Moment die Bankverbindung oder auch PayPal-Verbindung einblenden, sodass man also weiß, wohin mit der Überweisung. Und der Vorzug ist, wir bekommen dadurch auch eine kleine Gage gezahlt, die uns zumindest die Fahrtkosten wieder einspielen hilft. Anderweitige Unterstützung kann natürlich sein, indem ihr Bücher oder Tonträger von uns erwerbt. Aber ich will jetzt gar nicht so viel verraten. Wir machen ja erstmal noch eine Weile weiter. Ihr begleitet mich beide bei dem folgenden Stück. Sehr gerne. Das folgende Stück gibt es eigentlich auch in einer französischen Version. Ich kann meine Lieder im Grunde genommen alle nicht auswendig und schon gar kein französisches. Aber die Originalversion ist auf Deutsch und ja, die spielen wir jetzt hier zusammen. Ah, die französische hätte ich sie dabei. Hätte ich mal probiert.
Laubresten verstecken vor Schaben, vor Ratten und Rattenvernichtern, vor Atemlufthauch und Stablampenlichtern. Die Antworten hängen in Bilderrahmen, signiert mit absurdesten Künstlernamen. In schneeweißen Räumen, an glasglatten Wänden, ungeschützt vor suchenden Händen. Wo? Hineingedrückt vom erregten Sitzen. Sie dösen, sie lauern, sie warten in Scharen zwischen Münzen, Bonbons und verknäulten Haaren. Die Antworten fliegen durch Kinderstuben, gewispert von Püppchen und Baumwollbuben. Wenn sonst niemand da ist, kann man es hören, das lautlose Lied vom Nichtstören. Vielen Dank. Sehr gerne. Für alle, die sich nicht damit zufrieden geben wollen, dass es heißt, Kunst soll keine Antworten geben, sondern Fragen stellen, war das gedacht. Und wer dieses Lied sucht auf Tonträger, der findet es. Oder ist das nicht so? Ja. Ich halte mal stellvertretend für das Oeuvre jedes Einzelnen, das auditive Oeuvre unseres Einzelnen, diese CD von Andreas Albrecht, seine aktuellste, in die Kamera. Sie zu sehen? Sehr schön. Sie heißt Albrecht Andreas und ist auf der Webseite des Künstlers, die auch Webseite seines Labels ist oder zumindest damit verschwistert ist, zu erhalten. Und Andreas ist nicht nur selber Plattenkünstler, er produziert auch Schallplatten wie zum Beispiel meine. Und ich singe jetzt ein Lied aus meiner aktuellen Platte, aus meinem aktuellen Album, welches da heißt Selber leuchten. Dazu spielt Andreas sein Hauptinstrument, Schlagzeug, beziehungsweise das, was man im Backstage des Club kann, ersatzweise dazu vorfindet. Ich hatte eigentlich Besen, die sind aber gerade nicht da. Ach so? Ich spiele einfach mal ohne Besen. Wo können die denn wohl sein? Na, die hat
türkisblau sah ich's durch die Bäume leuchten. Da war ein Fluss und ringsumher war Wald. Ich regte an, nur rasch die Füße zu befeuchten. Doch wir hatten nicht mal Zeit für einen kurzen Halt. Fuß aufs Gas saß hinter Glas ich in der Kiste und ergänzte diesen Ort auf meiner Liste mit all den Dingen, die ich bald zu tun begehr. Hier käm ich mit dem Fahrrad wieder her. Hier käm ich mit dem Fahrrad wieder her. Näher ran. Immer nur dran vorbei. Im nächsten Jahr war Zeit, da fuhr ich Rad. Da fand ich Buchten, wo im Sand die Muscheln krochen. Unfassbar klares Wasser war mein Bad. Und gefolgt wär ich dem Fluss wohl über Wochen. Jedoch der Fluss war krumm, die Straße gerade. Nur unwillig verließ ich das Gestade und versprach dem Trampelpfad mit leisem Gruß: Im nächsten Jahr bereise ich dich zu Fuß. Nächstes Jahr, da bereise ich dich zu Fuß. Näher ran. Näher ran. Nicht immer nur dann und wann. Im dritten Jahr war Zeit, da fuhr ich Rad. Ich Quatsch, das hatten wir schon. Im dritten Jahr, da trug ich nämlich Wanderschuhe. Vom Pfad aus war der Fluss zum Greifen nah. Ich lief und rastete nach Lust in aller Ruhe. Als gegen Abend ich die Boote treiben sah, schwerelos trug sie der Strom ins Dämmerlicht. Und ich auf meinen Schultern Packgewicht. Mit leisem Neid erfasste mich der Plan. Im nächsten Sommer reise ich per Kahn. Nächsten Sommer, da reise ich per Kahn. Näher ran, näher ran, näher ran. Nicht immer nur dran entlang. Und diesen Sommer lass ich mich nun tragen. Das Heck von meinem Boot ist überdacht. Die Beine häng ich raus an langen Tagen und leg am Ufer an in sternenklarer Nacht. Doch bald schon wird mein Fluss ins Meer wohl münden. Auf Landwegen muss ich dann heimwärts finden. Denn stromaufwärts paddeln ist nicht menschgerecht. Im nächsten Leben reise ich als Hecht. Nein, stromaufwärts paddeln ist nicht ideal. Im nächsten Leben reise ich als Aal. Näher ran. Näher ran. Nicht immer nur na 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 näher ran. Na 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 näher ran. Na 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 näher ran. Und selber Fluss sein irgendwann. Danke schön. Ein Teil, ein wichtiger Teil jeder Geschmacksverstärker-Show ist das Cover-Lied-Ratespiel. Was wir tun ist, wir spielen ein meist englisches Lied, das vom Publikum zu erraten ist. Natürlich dann immer normalerweise Live-Publikum. Ihr könnt das jetzt draußen nur per Chat machen. Ja, also ihr könnt raten, was für ein Lied das ist. Wir sagen es nicht an, den Titel nicht. Und damit es ein bisschen einfacher ist, lassen wir unseren Lesegast diesen Text auf Deutsch vorab rezitieren. Mhm. Dann kann man ja schon mal ein bisschen raten, was das für ein Lied sein könnte. Aber nicht irreführen lassen, es ist im Original kein Lied über Stuttgart. Aber vielleicht genügt ja dahin oder hilft ein wenig der Hinweis, dass wir dieses Lied seinerzeit ausgewählt haben für das Geschmacksverstärker-Motto Zauberland. Musik.
an den sich keiner getraute zu gehen, in den wir uns verliebt haben. Man nennt ihn Club Cannes. Er raubt euch den Atem und lässt euch erblindet zurück. Und nun, öffne deine Augen und sieh, was wir erreicht haben, ist real. Wir sind live in Stuttgart. Wir bieten euch einen Traum davon an. 1 Million Lichter tanzen. Und bitte sehr, eine Sternschnuppe, eine unvergängliche Welt, dieses Internet, das uns von euch trennt. Und ihr seid mit uns für immer hier. Club Cannes, Stuttgart, jetzt sind wir hier. Club Cannes, deine Neonlichter werden leuchten, für dich, Stuttgart. Die Liebe, der Widerhall vergangener Zeiten, du musstest es der Welt kundtun. Sie sind in Stuttgart, man entschwebt mit jedem Atemzug. Der Traum, der durch 1 Million Jahre kam, der trotz aller Tränen überlebt hat, er kam nach Stuttgart. Der Traum, den du träumst, er wird für dich geschehen. 1 Million Lichter tanzen und bitte sehr, eine Sternschnuppe, eine unvergängliche Welt und ihr seid mit uns für immer hier im Club Cannes in Stuttgart. Jetzt sind wir hier. Jetzt, wo wir hier sind. Jetzt, wo ihr nah seid. In a place where nobody dared to go. The love that we came to know, they call it Xanadu. And now open your eyes and see what we have made is real. We are in Xanadu. Are dancing and there you are, the shooting star, an everlasting world, and you're here with me eternally. Xanadu, Xanadu, now we are here. Xanadu.
Es war einfach zu erraten. Moskau. Von welcher Band? Ja, Moskau, Moskau. Das war die gleiche Zeit, ne? Warst du damals auch Kind? Oder bist du später geboren? Ich war schon immer Kind und werde immer Kind bleiben. Habe ich mir vorgenommen. Aber wer hat das gesungen? Ja, wir fragen doch erstmal, ob es jemand aus unseren Zuschauerkreisen herausgefunden hat. Gibt es da eine Meldung aus dem Chatforum? Nein. Keiner? Oh. Wahrscheinlich guckt einfach keiner zu. Warten, ja genau, stimmt ja. Aber ob das jemand erst zum Schlussakkord tatsächlich dann weiß? Wir klären es schon mal auf, weil wir müssen es ja so ohnehin sagen. Also... Das ist ein Filmsong gewesen aus einem Film, der damals vor der Kritik fürchterlich verrissen wurde, obwohl Fred Astaire wohl mitgespielt hat. Und gesungen wurde es von Olivia Newton-John, Komposition von ELO, also Jeff Lynne, dem Electric Light Orchestra. Mhm. Ich glaube, ich war damals 10 oder so. Das war ein Dudellied. Radio, ständig im Radio. Das war das 1980, ja? Ja, ja, irgendwie so um den Dreh. Steht doch dran, 1980. Hm. Ja, da war ich 1. Okay. Immerhin. Ich noch nicht geboren. Ja, ehe wir jetzt die letzten zwei Beiträge hören, möchte ich erst schon mal einen Dank loswerden an das gesamte Feierabend-Kollektiv, insbesondere jene Leute, die uns heute technisch unterstützen und dafür sorgen, dass unsere Klänge und Bilder um die Welt gehen. Um sie namentlich zu nennen, das sind Harry, Sebastian, Darko, Manuel und Tobias Delit, der unser gestriger Gast gewesen ist. Und im Hintergrund auch das Kulturbüro Sorglos. All denen verdanken wir unseren heutigen Auftritt. So, und jetzt ist Larissa nochmal an der Reihe mit einem kleinen Text. Genau, gerade waren wir bei unserem Evergreen bei den Sternschnuppen und jetzt kommen wir zum Sterntaler, einem Gedicht aus dem Zyklus Europa-Chroniken. Sterntaler, halte mir die Türe selbst auf, lasse sie offen, dekliniere Grenzen, wo keine mehr sind. Errungenschaft, die Errungenes abschafft, zur Selbstverständlichkeit verkommen, verworren, azurblauer Himmel, Sternschnuppennacht. Komm, lass Schnuppen schauen, rufe ich, verglühen, Hochatmosphäre und es regnet Apostel. Nein, 11 bleiben am Himmel, Iskariot fällt. Lege ihn in meine Schürze, brennt mir ein Loch in den Stoff, heiße Ware. Damit kommen wir durch den Winter, sage ich zu dem Mädchen mit den Schwefelhölzern, der Ofen brennt wieder. 12 Sterne allein reichen nicht, sagt Oma. Wir haben nicht nur Augen, auch Münder. Geh Europäer sammeln. Der Keller ist fast leer und bald ist Weihnacht. Doch ich habe kein Weidenkörbchen voll gefunden. Wie soll das über den Winter tragen? Hunger. Die Spieße schmecken verbrannt. Geh mir den Mund ausspülen. Spucke Worthülsen ins Auslaufbecken. Das Wasser ist tief. Schick die Boote hinterher, rufe ich dem Matrosen zu. Er wirft Nussschalen ins Feuer. Ich schieße mit dem Finger auf Fallobst. Peng, zerplatzt meine Feldtrommel. Die Flöße kentern. Wasserläufer wären schöner, denke ich, während die Nüsse untergehen, ihre Körper Säfte lassen. Wasserläufer blieben oben. Ewiger Schlaf. Und die Frage, wo ist dem Trauma eigentlich der Traum geblieben? Zieht das Fell von meiner Trommel, rufe ich. Hüllt euch ein. Es wird kälter um uns. Bevor Max François das letzte Lied singt, noch kurz die Ansage. Wir sind Andreas Albrecht und ich auf einer Tour. Und wir haben noch einen dritten Termin. Und der ist am kommenden Freitag, am 21. Den streamen wir aus Nürtingen. Und da haben wir ganz andere Gäste wieder. Wir machen sowieso jedes Mal ein völlig anderes Programm, was ziemlich widersinnig ist, denn man wird ja eigentlich nur besser, wenn man dieselben Stücke jeden Abend aufs Neue spielt und perfektioniert. Aber wir haben uns gedacht, nee, wir streamen ins weltweite Dorf und wir können nicht davon ausgehen, dass Leute dreimal sich dasselbe Programm angucken wollen. Deswegen haben wir nicht nur unterschiedliche Gäste, sondern auch insgesamt komplett unterschiedliches Repertoire. Und die Gäste am kommenden Freitag sind Anke Renner als Literatin und Bamba
beide aus Nürtingen und Umgebung. So. Das letzte Stück. Ja, das, tatsächlich schließen wir hier auch wieder den Kreis, gell? Also zu unserem Meeresthema am Anfang und auch hier zu den Wasserläufern. Das verkannte Plankton. Ich kann euch nur den Tipp geben, geht, nachdem ihr das hier alles angeschaut habt und genossen habt und noch ein bisschen euer Glas leer getrunken habt, schaut nochmal in einer Suchmaschine eurer Wahl und gebt ein Plankton. Unglaubliche Filme gibt es da zu sehen. Ich bin ein Teil von einem Teil. Von einem Teil, von einem Ganzen. Ich nehme mich wahr, wie ich war, wie ich bin und wie ich sein will. Treibend im Strom, mit dem Strom, gegen den Strom, unter Strom. Und ich bin immer wieder ein Mensch. Als nur ein Teil zu sein, viel größer als das Vorher und über das Nachher haben. Und dann merk ich, wie klein und eng mein Geist dadurch wird. Und dann merk ich doch, wie klein und eng mein Geist. Im Meer, die Kleinsten für die Größten, für die Kleinsten, für das Eins. Die Gedanken bewegt, Wörter in der Bibliothek. Die Dümmsten sind, die Klügsten sind, die Dümmsten werden eins. Und ein Teil von mir wird Plankton bleiben, klein und unscheinbar, geborgen im Großen und Ganzen. Und ich bin immer wieder ein mehr als nur ein Teil zu sein, viel größer als das Vorher und über das Nachher haben. Und dann merk ich doch, wie klein und eng mein Geist dadurch wird. Und dann merk ich doch, wie klein und eng mein Geist dadurch wird. Spielt herumgewirbelt, eingesogen, ausgestoßen, steigen, sinken, schwerelos. Und ich bin so, wie ich bin. Und ich für meinen Teil bin Teil von einem Puzzle, viel größer als gedacht. Nur als Ganzes erhaben. Und dann merke ich, wie gut es tut, nicht alleine zu sein. Und dann merke ich, wie gut es tut, nicht alleine zu sein. Und dann merke ich, wie gut es tut, nicht. Vielen Dank.
Begleitung. Dankeschön, Andreas. Danke, Holger. Danke, Larissa. Larissa Schleier. Ja. Holger Samann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.